Dieser Ausdruck, der bei der quadratischen Gleichung auf der linken Seite steht, dieser Ausdruck ist der Spezialfall einer Sorte Funktion, die man Polynom nennt. Die taucht dann nachher weniger bei Gleichungen auf als bei Näherungen irgendwelcher Funktionen. Ein Polynom soll folgendes sein. Ich habe eine Veränderliche und diese Veränderliche taucht in ganzzahligen, nicht negativen Potenzen auf. 42. Potenz, 21. Potenz, die 5. Potenz, die 1. Potenz. Da steht die wievielte Potenz verborgen? Die 0. Potenz. Das war auch ein Grund, die 0 hoch 0 gleich 1 zu definieren. Ich möchte das hier stillschweigend lesen als 7 mal x hoch 0. X hoch 0 ist immer 1, deshalb ist das gleich 7. Auch 0 hoch 0 ist 1, deshalb darf ich da dann einfach 7 hinschreiben. Und das liest man dann gerne als x hoch 1. Also was hier steht, ist eine reelle Zahl mal eine ganzzahlige, nicht negative Potenz meiner Veränderlichen plus minus reelle Zahl mal ganzzahlige, nicht negative Potenz und so weiter und so weiter und so weiter. Auch der letzte hier ist von der Sorte eine reelle Zahl mal eine ganzzahlig nicht negative Potenz, x hoch 0, weil es immer 1 ist. So ein Ausdruck heißt Polynom. Binom hatten wir schon, a plus b, binomischen Formeln, zwei Sachen. Viele Sachen hier. Der Hauptjob von solchen Funktionen wird nachher sein, fiese Funktionen anzunähern. Zum Beispiel, wie kriege ich nachher den Sinus eigentlich raus? Am Taschenrechner oder besser im Computer. Der Computer und der Taschenrechner haben kein Buch, wo sie nachschlagen können, was der Sinus jetzt von irgendeiner Zahl ist. Irgendwie muss ich einen Sinuswert ausrechnen können. Und lustigerweise macht man das mit einem Polynom. Der Sinus wird dann genähert, und zwar nur genähert, als x minus x hoch 3 Sechstel plus x hoch 5 Hundertzwanzigstel. X hoch 7 geht offensichtlich weiter, x hoch 9 geht es weiter und irgendwann hört man auf, vielleicht bis x hoch 15, x hoch 13, x hoch 15. Das ist eine Näherung, die man dann für den Sinus verwendet. Wenn Sie auf dem Taschenrechner die Sinustaste drücken, rechnet der eigentlich gar nicht den echten Sinus aus, sondern rechnet ein Polynom aus. Weil das geht gut. X mal x mal x mal x, x fünfmal mit sich selbst multiplizieren und so weiter. Das kriegt man gerechnet. Aber wie kriege ich den Sinus ausgerechnet? Da stehe ich ziemlich blöd da. Also rechne ich das. Das ist der typische Einsatzzweck für Polynome später im wahren Leben. Man nähert andere Funktionen damit. Punkt 1, wo es auftaucht. Punkt 2, wo die Polynome auftauchen, ist, wenn sie irgendwelche Regler oder Filter entwickeln. Die beschreibt man auf eine auf Anhieb eher absurd aussehende Weise mit Polynomen. Das will ich nur erwähnen, wenn ich das vorführe, fallen Sie hinten rüber. Nehmen Sie erstmal als guten Grund, sich mit Polynomen zu beschäftigen, dass man mit diesen Funktionen andere Funktionen nähern kann. Technische Ausdrücke: Der Grad eines Polynoms ist die höchste Potenz, die vorkommt. In diesem Fall 42. Dieses Polynom würde heißen vom Grad 42. Die höchste Potenz, die wirklich vorkommt. Also wenn Sie hier vorschreiben 0 mal x hoch 43, wird der Grad nicht 43. Er bleibt 42, weil die 43 nicht wirklich vorkommt. Die höchste echt vorkommende Potenz gibt den Grad an. Und um die Verbindung zu den quadratischen Gleichungen herzustellen, wenn Sie ein x haben, für das das Polynom 0 wird, heißt das x Nullstelle. Also wenn Sie sowas haben, ein Polynom gegeben, Polynom von x, und Sie kriegen raus 0, wenn Sie dieses bestimmte x einsetzen, dann heißt dieses x eine Nullstelle. Das heißt, was wir oben bei der quadratischen Gleichung gemacht haben, ist, wir haben die Nullstellen eines quadratischen Polynoms bestimmt. Hier steht ein quadratisches Polynom auf der linken Seite und ich habe die x bestimmt, bei denen 0 rauskommt. An welchen Stellen wird diese Funktion 0? Und allgemein heißen die dann eben die Nullstellen eines Polynoms. Wo geht die Funktion durch die x-Achse? Das hatten wir hier ja auch nochmal. Wenn Sie das plotten in Normalform, wenn Sie die Normalform plotten, haben Sie immer so eine verschobene, in x- und oder y-Richtung verschobene Parabel. Ich frage mich, wo diese Parabel die x-Achse schneidet. Das sind die Nullstellen von meinem Polynom. Diese x-Werte sind die Nullstellen des Polynoms. Und dieser sinkt natürlich jeweils nur eine Nullstelle und bei den Grünen gar keine Nullstellen. Nach der Pause erzähle ich was, wie diese Nullstellen die Polynome denn beschreiben, auf ganz bestimmte Art.
Wenn Sie so ein allgemeines Polynom haben, heißt das, Sie haben einen mehr oder minder schlimmen Funktionsverlauf. Und die Nullstellen dieses Polynoms sind die Stellen, an denen die Kurve durch die x-Achse geht. Das wären hier jetzt die zwei Nullstellen. Wenn man später Filter baut und Regelungssysteme, sind die Nullstellen extrem spannend, um das Verhalten dieser Filter abzustimmen. Man stellt nachher nur die Nullstellen ein und regelt damit den Rest. Das auch schon mal als Ausblick.